Das ist der Grundgedanke der Fließfertigung. Maschinenanordnung nach Anforderungen der Produktion. Maschinenanordnung nach Anforderungen der Produktion. Das heißt, die Maschinen stellen sich so hintereinander auf, wie die Produktion, wie das Produkt es erfordert. Wenn die Reihenfolge ist Drehen, Bohren, Fräsen, Schleifen, dann stellen wir da erst die Maschine zum Drehen hin, dann die zu Bohren, dann die zum Fräsen, dann die zum Schleifen. Wir stellen sie hintereinander und lassen das Produkt da sozusagen durchfließen. Wir haben dann ein Fließband. Und damit sind wir wieder bei unserer Grundstruktur, ne? Henry, Fließfertigung. Wir haben heute immer noch Fließfertigung. Heute nennt man das nicht mehr Fließband, sondern man nennt es Transferstraßen und so etwas. Sie sind heute moderner, oder die Fließfertigung ist heute moderner. Und zwar die Ausstattung, schauen wir uns die beiden Hauptpunkte an, menschengerecht und produktionsflexibel. Das sind die beiden neuen Elemente. Ja, Taylor und Ford würden schon ganz schön erstaunt gucken. Menschengerecht, nun, den Aspekt kennen wir schon, wir sehen, es kommt gar nichts Neues her. Menschengerecht, das ist der Gedanke der Ergonomie. Das sind die wandernden Fußböden zum Beispiel, die wir gestern schon beleuchtet haben. Ja, das ist die Idee, dass das Werkstück so gedreht wird, dass nicht der Arbeiter sich verdrehen muss. Das ist der Arbeiter, der bequem auf so einer Laufschiene mit seinem Sitz sich hin und her bewegen kann, statt dass er da hin und her rennen muss. Das ist menschengerecht. Ergonomie. Anpassung der Arbeit an den Menschen. Übrigens nicht zuletzt auch entstanden durch simple ökonomische Überlegungen. Ja, wenn ich einen Menschen einen Handgriff den ganzen Tag über Wochen, Monate, Jahre machen lasse, dann hat der Mensch Verschleißerscheinungen und das könnte dann über Krankenstände wiederum meine Kosten nach oben treiben. Deswegen ist Ergonomie auch unter Kostengesichtspunkten, nicht nur unter menschlichen Gesichtspunkten, eine sinnvolle Sache. Und das Zweite ist produktionsflexibel, denn was war der große Nachteil, wenn ich die Maschinen jetzt so hintereinander geordnet habe, wie es mein Produkt erfordert, dann habe ich ein Problem, wenn der Kunde jetzt eine Variante möchte dieses Produktes. Wie war der Spruch von Henry Ford? Der Kunde kann bei uns jede Farbe bestellen, solange sie schwarz ist. Das können wir uns heute nicht mehr lassen. Heute geht das nicht mehr. Dann geht der Kunde, sagt er schönen Dank, geht ins Autohaus zum freundlichen Verkäufer nebenan. Und da kriegt er dann sein Auto in rosa. Wir nennen das heute eine flexible Transferstraße. Ja, also produktionsflexibel heißt eine flexible Transferstraße. Aus dem alten Fließband, das nur, der Kunde kann bei uns jede Farbe bestellen, solange sie schwarz ist, konnte, ist heute eine flexible Transferstraße geworden. Das heißt, es ist relativ einfach möglich, auf verschiedene Varianten umzustellen. Ja, zum Beispiel andere Farben oder auch andere Formen. Jetzt lassen wir mal eine Serie Cabrios durchlaufen. Ja, dann stellen wir ein paar Hebel um und dann läuft das. Flexible Transferstraße. Ja, farbliche Varianten sind möglich, aber auch was die Produkte angeht. Jetzt mal mit Schiebedach, ohne Schiebedach, ne, solche Varianten. Da kann man relativ leicht. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.